Kamera läuft. Ja, schweizerdeutsche Standardbegrüßung von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es um das Thema Tattoos. Ja, also es geht nicht allgemein um das Thema Tattoos, es geht um meine Tattoos. Einige von euch sind nämlich kürzlich auf meinen letzten Insta-Post etwas aufgefallen, nämlich das hier. Da sind die letzten Tage zwei neue kleine Tattoos dazugekommen und da kamen natürlich Fragen auf. Anja, hast du dir ein neues Tattoo stechen lassen? Wieso? Du bist doch eines am Lasern. Und allgemein, erzähl mal etwas zu deinen Tattoos. Und ihr habt recht, es ist höchste Zeit. Ich habe sie vorhin gezählt. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Ich habe mittlerweile schon 14 Tattoos und ich habe noch nie wirklich etwas darüber gesagt. Und deswegen, ja, weil ihr da so interessiert dran seid, habe ich mich dazu entschieden, ein YouTube-Video daraus zu machen und euch meine Geschichten, meine Hintergründe und die Bedeutung zu meinen Tattoos zu erzählen. Jetzt, wieso habe ich das nicht eher gemacht? Das werdet ihr, wenn ich beginne zu erzählen, realisieren. Es ist nämlich keines meiner Tattoos in deutscher Sprache. Ich habe das teilweise in russischer Schrift, ich habe die italienische Schrift, ich habe es auf Englisch. Weil ich eigentlich, oh gut, Englisch versteht ja fast jeder, aber ich hatte die Absicht, diese Tattoos für mich alleine stechen zu lassen, mit teilweise sehr tiefgründigen Bedeutungen, die nur ich verstehen muss und ja, die nur für mich sind. Deswegen werde ich bestimmt auch nicht alle Bedeutungen ins hinterletzte Detail erklären. Erstens aus Zeitgründen, 14 Tattoos. Ich möchte es auch nicht, weil es wirklich für mich etwas sehr Persönliches ist. Und deswegen auch stehe ich nach wie vor zu allem, respektive fast allen meinen Tattoos. Jetzt hat es an meiner Tür geklingelt. Moment. Hallo Sura! Ja, ich bin wieder da. Ich bin gestern heimgekommen. Komm nur rein. Ich bin gerade an das Video drehen. Warte schnell. Hallo, ich bin gerade am Filmen. Ich bin auf dem Laser. Ich bin immer froh, wenn du mich kommst putzen, Sumra, weil ich allein schaffe das nicht auch noch. Wo bin ich stehen geblieben? Ich beginne jetzt einfach mal, lange Rede, kurzer Sinn, bei meinem ersten Tattoo. Mein erstes Tattoo, das habe ich mir schon im Alter von 17 Jahren stechen lassen. Und zwar ist das an meinem Rücken, zwischen meinen Schulterblättern, das sitzt relativ tief. Und wenn die Leute das anschauen, lesen sie Century. Was bedeutet Century? Aber das heißt nicht Century, das heißt Centauri. Und Centauri kennen vielleicht einige aus dem naturmedizinischen Bereich. Das ist eine Bachblüte und die steht für Selbstliebe, Selbstvertrauen. Sie hilft einem, sich abgrenzen zu können von der Meinung anderer. Und sie hilft einem, Nein sagen zu können. Das ist ja etwas, wo viele noch Mühe damit haben. Nein, ich möchte es nicht. Nein, es ist mir zu viel. Das ist auch etwas, was, woran ich immer noch nach wie vor teilweise arbeite. Und das erinnert mich immer wieder daran, woran es mich erinnern soll. Eben an diese Sachen. Und ich finde das eine mega schöne Bedeutung. Ich meinte, das zweite war dieses hier unter meiner Brust. Hier steht in italienischer Schrift, Pensa con la tua mente e decidi con il cuore. Das bedeutet, denke mit deinem Verstand, aber triff die Entscheidungen aus deinem Herzen. Und ja, jetzt sind wir beim Thema, was ich anfangs gesagt habe, italienische Sprache. Ich persönlich habe nicht direkt einen Bezug dazu, aber eine für mich sehr wichtige Person, nämlich Steffi, liebe Grüße an Steffi, und sie hatte einen Bezug zu Italien und jedes Mal, wenn ich das Tattoo sehe, erinnert es mich an die eigentliche Bedeutung, aber auch an sie. Und sie war eine wichtige Person damals und noch heute denke ich immer gerne an diese Zeit zurück, auch wenn wir uns heute nicht mehr so oft sehen wie damals. Aber ja, es macht mich immer happy, wenn ich das sehe und an Steffi denke. Die Bedeutung ist eigentlich aber, dass ich finde, dass wir gerade in der heutigen Zeit viel zu sehr Kopfmenschen sind. Ja, wir denken mit unserem Verstand und wir treffen Entscheidungen teilweise anhand davon, was besser wäre, was richtig wäre, was normal wäre und nicht danach, was wir denn eigentlich wollen. Dann, mein nächstes Tattoo war das hier auf meinem Fußgelenk. Das ist ein B, das ist der Anfangsbuchstabe vom Vornamen meiner Mama. Und meine Mama, was wäre ich ohne meine Mama? Gar nichts. Meine Mama, oh mein Gott, ist so, so, so wichtig für mich. Wir haben einen so engen Kontakt zueinander. Natürlich auch mein Papa, deswegen hier an dieser Hand.
an meinem Ringfinger hier Daddy. Ich bin ein absolutes Daddy's Girl und ist auch die Bedeutung speziell an meinem Ringfinger. An die linke Hand hier gehört ja der Ehering dann. Wer weiß, ob der eines Tages kommt oder nicht, das ist ein anderes Thema. Das Kapitel schließen wir hier jetzt gleich wieder. Aber ich wollte halt dieselbe Bedeutung, also einfach an der anderen Hand. Daddy, das ist für mich, ist leider nicht bei allen so, aber für mich der Mann, der für immer bleibt, der immer da ist, wenn es drauf ankommt. Und mein Papa ist für mich privat, wie auch beruflich, einer der wichtigsten Männer in meinem Leben. Und er hilft mir bei so vielem, privat wie auch beruflich. Und der ist einfach, ja. Dann weiß ich gar nicht, soll ich bei meiner Hand bleiben? Ich glaube, wir bleiben doch gleich hier zum Handgelenk. Das ist eine Story für sich. Ja, und die Story an sich habe ich jetzt vergessen zu erzählen, deswegen mache ich es jetzt via Voice-Over. Das war in Sydney in Bondi Beach, Australien. Und ich bin in einen sehr bekannten Tattoo-Shop reingelaufen, da waren aber alle besetzt, deswegen habe ich gedacht, ich lasse mir mal einen Termin geben für einer der nächsten Tage. Und die meinten, nein, wir haben Zeit. Und ich habe schon gedacht, okay, ja dann. Dann haben die mir irgendeinen Tätowierer zugeteilt und der ist mir schon ganz komisch rübergekommen. Der hatte so einen plumpen Händedruck, wisst ihr, was ich meine? Und hat irgendwie total geschwitzt, der hat so extrem nervös gewirkt. Und auf jeden Fall habe ich dann mal gedacht, ja gut, lass uns mal anfangen. Dann hat der mir die Folie aufgeklebt auf die Hand, hat zuvor mein Handgelenk entharzt, das muss man ja machen, die Haare abmachen vor dem Tätowieren. Dann war die Folie schräg drauf, dann musste er sie neu kleben, dann hat er aber nochmal rasiert, obwohl die Haare schon weg waren. Und dann musste er sie nochmal neu kleben, war wieder schräg und dann hat er nochmal rasiert. Der hat irgendwie viermal mein Handgelenk rasiert, meine Haut war schon längstens total irritiert. Und dann, der hat dann irgendwie begonnen, die Nadel hervorgenommen, wollte starten und dann ist er so mit zittriger Hand, mit der Nadel in der Hand auf mich zugekommen. Und dann habe ich gesagt, stopp, ich glaube, das wird nichts, ich möchte das doch nicht, lass uns doch jemand anders hier im Shop, ich kann auch warten, fertig stechen. Und ja, so haben wir es dann gemacht, ich habe dann kurz gewartet und hat ein anderer Tätowierer übernommen. Also total komische Story, ich weiß bis heute nicht, ob das sein erstes Tattoo hätte sein sollen, wie auch immer, es ist dann doch noch gut gekommen in letzter Sekunde. Hier steht, we are all born as somebody, but it's up to you to decide who that somebody will be. Damit meine ich, ich rede jetzt hier von mir, ich mache ja meine Tattoos nicht, um jetzt allgemein irgendwie ein Buch zu verfassen auf meiner Haut, sondern sie sind ja für mich. Und ich meine damit, dass man geboren wird und dass es dann an einem selbst liegt, dass man aus seinem Leben macht. Ich habe jetzt also aufgeholt, weil ich damit meine, es ist natürlich ein Unterschied, ob du in der Schweiz geboren wirst, also zum Beispiel Schweiz, Deutschland, wo auch immer, oder in einem Drittweltland. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, einfach, dass ihr das wisst. Aber es ist ja für mich so gemeint, dass es in meinen Händen liegt, was ich aus meinem Leben mache. Ja, wir alle, bestimmt auch du, wo du zuschaust, wir sind alle irgendwie mal Babys, wir können gar nichts. Und was wir uns für Wissen aneignen, was wir uns für Fähigkeiten aneignen, ganz egal, ob wir mal Sängerin werden möchten, Schauspieler, Politiker, was auch immer, das liegt in unserer Hand. Und das meine ich damit. It's up to you to decide who that somebody, dieser jemand, der auf die Welt kommt, will be. Eine ähnliche Bedeutung, jetzt gehe ich kurz weg von meiner Hand, hat dieses Tattoo hier, mein Sideboob-Tattoo. I don't trust in fate, I make my own decisions. Damit meine ich, ich verlasse mich nicht aufs Schicksal, ich sitze nicht einfach hier und warte darauf, bis mir Dinge in den Schoß fallen. I make my own decisions, ich treffe meine Entscheidungen selbst. Zurück zu meiner Hand, auch ein Tattoo, welches ich in Los Angeles stechen habe lassen. Das hat drei Bedeutungen in einem, in einer. Und zwar sind das römisch 7 und 4. Zum einen ist das der 7. April, das Geburtsdatum einer meiner besten Freundinnen. Und wenn man es umkehrt, ist es der 4. Juli, also der Unabhängigkeitstag von Amerika. Amerika ist für mich etwas sehr, was mich geprägt hat, gehört in meinen Lebenslauf auf jeden Fall sowas von rein. Und deswegen die Amerika-Bedeutung hier und aber auch Unabhängigkeit, Independence. Ich war schon immer und ich will auch immer unabhängig bleiben in jedem Aspekt. Zum Beispiel meine Zufriedenheit ist nicht abhängig von einer anderen Person.
Also ich meine damit, ich entscheide selbst, ob ich glücklich bin oder nicht. Das ist jetzt nicht, weil eine Person aus meinem Leben getreten ist oder weil ein Job mich hingehauen hat, was auch immer. Deswegen bin ich nicht glücklich oder unglücklich, klar im ersten Moment vielleicht, aber end of story, ich stehe am Morgen auf und ich entscheide mich dazu, ich bin glücklich und ich gehe heute positiv durch den Alltag. So ist es gemeint. Aber natürlich auch finanziell. Ich bin eine Frau, ich bin ein Girlboss. Ich habe schon immer, ich habe es geliebt, mein eigenes Imperium aufzubauen. Deswegen ja auch heute die Anja Zeiler GmbH. Ich habe meine eigene Marke aus mir gemacht, weil ich bin auch selbstständig. Ich will nicht, dass mein Lohn abhängig ist von einem Vorgesetzten. Ich entscheide selbst, wie viel ich verdiene oder nicht verdiene. Ja, Unabhängigkeit, für mich sehr wichtig. Dann, die nenne ich dann zum Schluss. Wo gehen wir jetzt hin? Was haben wir noch? Hier auf meinem Schlüsselbein, hier oberhalb von meinem Schlüsselbein. Das ist, ist die Handschrift von meiner Gastschwester, die ich in den USA hatte. Sascha, sie? Emily, sie? Hast du ein Tattoos? Und zwar ist das so ein Geschwister-Tattoo. Ich war im Sprachaufenthalt in Santa Barbara und es steht zum einen für meine Gastschwester, mit der ich damals sehr, sehr, sehr eng im Kontakt hatte. Auch heute noch, via Instagram, höre ich immer wieder was von mir, von ihr und sie von mir. Und es ist ihre Handschrift in ihrer Sprache. Sie kam aus Kasachstan und oder kommt noch immer aus Kasachstan. Und es steht aber auch für meinen Bruder und es heißt, ich bin stolz auf meinen Bruder. Die Geschichte dazu will ich jetzt nicht detailliert nennen, was mein Bruder für eine Geschichte hat. Dann, was haben wir noch? In meinem Nacken, long story short, das Wort indestructible, das heißt unzerstörbar. Das sagt eigentlich alles aus. Ich bin unzerstörbar. Nichts kann mich runterziehen. Oder auch wenn mich mal was runterzieht, ich stehe wieder auf. Ich bin nicht zerstört deswegen. Ja, wenn ihr hier oben bleiben, wird es interessant. Also ist nicht so interessant. Es sieht interessant aus, weil es das mit Abstand größte Tattoo ist, das ich hier habe. Da haben wir zum einen mal drei Worte drin in russischem Schriftzug. Jetzt ja, wieso russisch? Ich habe da nicht jetzt... Ja doch, ich habe einen Bezug dazu. Ich habe russische Wurzeln. Die drei Worte sind Perfektion, Willenskraft und Energie. Energie, das wisst ihr, gerade wenn ihr mich auf Instagram verfolgt. Ich habe schon eine sehr spirituelle Neigung auch. Ich mag tiefgründige Sachen. Ich hasse Oberflächlichkeit. Vielleicht auch eben, weil ich sehr viel Oberflächliches in meinem Leben, in meiner LA-Zeit erlebt habe. so viel mal zu dem. Willenskraft ist klar, da habe ich schon andere Tattoos dazu, die darauf mehr sagen. Und das Thema Perfektion halt, ein riesen Thema für mich. Und ich schaue das an und bin stolz auf mich, weil ich habe es mir damals stechen lassen mit dem Aspekt, geb dich nicht zufrieden, wenn es gut ist, arbeite, bis es perfekt ist. Und heute sehe ich es so, renne nicht der Perfektion nach, geb dich auch mal zufrieden mit dem, was du hast, weil du bist gut so, wie du bist. Jetzt nicht nur du, allgemeine Situation. Es gibt immer Luft nach oben. Und es ist auch, man soll nicht einfach alles verpeilen und nichts mehr machen. So ist es natürlich nicht gemeint. Aber man soll nicht vergessen, mal zu schätzen, was man hat und zufrieden zu sein. Es muss nicht immer noch besser sein. Und das ist etwas, was ich damals noch nicht wusste, dass das ein allgemeines Problem von mir ist. Perfektion. Im Bodybuilding konnte ich die Grenzen nicht sehen und kam über die Grenzen hin. Ging über die Grenzen hinaus und war bereit, alles dafür zu tun, um perfekt zu sein. Und auch im Geschäftlichen, da spornt es mich zwar an, dass ich einen Deal reinbekomme und dann aber nicht chille, dann arbeite ich weiter für den nächsten Deal, für das nächste, für das nächste. Ich bin extrem ambitioniert, was im geschäftlichen Aspekt natürlich sehr gut ist, aber nicht überall im Leben. Und ich habe mir auch schon Beziehungen damit kaputt gemacht, weil ich nicht da zufrieden sein konnte mit der Beziehung, wie sie war. Ich irgendwie immer noch mehr wollte, aber jetzt wird es wieder zu privat. Aber ich schaue das heute an und habe gelernt, dass es nicht perfekt sein muss. Das Wort Perfektion hat mich damals motiviert, dem Perfektionismus hinterherzurennen. Und heute sehe ich es als, hey,
Es muss nicht perfekt sein. Alle. Ah, eines am Bein habe ich vergessen, am Oberschenkel. Mein Strumpfband-Tattoo. Das ist die Handschrift von einer der nach wie vor wichtigsten Personen in meinem Leben, von Viola. Die treuen Follower mögen sich vielleicht aus Videos aus Nizza erinnern. Ich bin eine Zeit lang irgendwie 4-5 Mal im Jahr nach Nizza gefahren, um sie zu besuchen. Das war immer mein Hideaway. Nizza war mein Getaway, meine Flucht aus meiner Bodybuilding-Zeit. Wenn mir alles zu viel wurde mit Training und Kalorienzählen, wenn ich zu viel Druck hatte, ging ich nach Nizza. Das war meine Zuflucht, weil ich war mit 18 Jahren in Nizza in einem Französischsprachaufenthalt und in der Zeit habe ich Viola kennengelernt in diesen 3 Monaten und wir waren beste Freundinnen und damals habe ich noch kein Bodybuilding gemacht. Heißt, Viola kennt die Anja, die lebendige, die lebensfrohe Anja, wie ich sie war und heute auch wieder zurückgefunden habe. Und sie musste mir helfen, mich an mich zurückzuerinnern, als ich mich selbst verloren habe und wieder selbst finden wollte. Ich glaube, deswegen bin ich immer wieder dahin gegangen, irgendwie in der Hoffnung, die alte Anja dort wiederzufinden und mich erinnern zu können. Ja, die war ein großer Einfluss in meinem Leben, in meiner Selbstfindung. Deswegen ist es ihre Handschrift auf ihre Muttersprache, Russisch. Sie hat es in Altrussisch geschrieben, wir reden Englisch miteinander. Und die Bedeutung ist aber eigentlich eine ganz andere. Sie heißt, du kommst auf diese Welt allein und du gehst von dieser Welt auch wieder allein. Das heißt, alles was dazwischen ist, du bist stark genug, es alleine zu handeln. Das heißt, du darfst dir natürlich immer Hilfe holen und es zeigt von Stärke, Hilfe zu holen. Das ist was ganz Wichtiges. Aber ich meine damit, vergiss die Selbstzweifel. Denk nicht, ich schaff's nicht, ich bin nicht stark genug. Glaub an dich, alle Aufgaben, die in deiner Lebensspanne hier, Geburt, Tod, alles dazwischen, du hast die Kraft, es alleine zu handeln. Das erinnert mich daran. Jetzt, was wollte ich zuerst? Die Bedeutung zu den Neuen? Finde ich so spektakulär. Oder das, was eigentlich weggelasert wird? Ich mache das, was weggelasert wird zuerst. Ja, dieses Tattoo war im Juni 2015, jetzt 2018 ist es schon fast wieder weggelasert, also das ist nicht wirklich lange hier. Und zwar habe ich das gestochen Juni 2015, ihr wisst, April 2015 habe ich es geschafft, mit Doping aufzuhören. Ich habe es geschafft, aus der Bodybuilding-Welt auszusteigen und ich war zutiefst depressiv in der Zeit. Es hat mich richtig krass gehittet, also es hat mich richtig runtergezogen. Ich konnte zusehen, wie ich immer mehr zunehme. Ich konnte zusehen, wie ich Muskeln verliere. Ich hatte hormonelle Schwankungen. Ich hatte Fressattacken, Binge-Eating-Anfälle. Ich war so unzufrieden mit mir. Ich war im hormonellen Chaos. Logisch, das sind die Nebenwirkungen von dem Teufelszeug, wenn man damit aufhört, Anabolika und so. Ich habe dazu auch, wenn das jemand jetzt neu sieht, ein Coming-Out-Video gemacht. Das habe ich hochgeladen, Februar 2017. Findet ihr noch hier auf meinem Channel. Und ich hatte keine Geduld in der Zeit. Ich wollte irgendetwas an mir verändern, irgendwie in der Hoffnung, so blöd, in der Hoffnung, ich finde mich dann schöner und es geht mir dann besser. Und also musste es ein Tattoo sein. Ich war in der Zeit sehr, sehr, sehr labil und ich weiß noch, ich war am Autofahren und ein guter Freund hat mir geschrieben, hey, wir haben einen Tattoo-Shop eröffnet, falls du irgendwann irgendwas willst, du bist jederzeit willkommen, natürlich als Ehrengast kostenlos, komm vorbei. Und ich so, cool, wo ist dieser Laden? Ach, ich bin gleich 5 Minuten davon entfernt, ich komme gleich vorbei. Und ich bin da reingelaufen. Und ich habe eigentlich gesagt, ich will so ein schwarzes Band, nur so ein schwarzer Kreis, weil ich mich immer noch cool finden würde. Aber er meinte dann, nein, du brauchst was Spezielles, komm, ich zeige dir was. Ich so, was meinst du? Ach so, ja, Diamantenaugen, ja, ja, mach doch einfach mal. Also richtig blöd, aber eben in der Zeit war ich halt richtig psychisch im Loch. Deswegen, schon ein paar Tage später habe ich dann gedacht, oh mein Gott, das sieht aus wie so ein Biker Hells Angels Tattoo. Und dann habe ich es halt wieder lasern lassen. Da bin ich jetzt bei tattoolos.ch, also falls jemand von euch ein Tattoo hat, welches ihr gerne loswerden würdet, kann ich euch empfehlen. Und ich bin froh, wenn es bald weg ist.
weil eben das war in der komischen Zeit. Deswegen, ihr seht, alle Tattoos haben eine tiefgründige Bedeutung und das hat gar keinen. Diese hier auf meinen Fingern, das ist zum einen mein Sternzeichen Löwe und hier der Mond. Wir müssen mal googeln, die Bedeutung vom Mond. Ich finde das mega, mega, mega schön. Da steht unter anderem für Göttinnen, das ist ein sehr weibliches Symbol, steht für Weiblichkeit, steht auch für Balance, für innere Ruhe, für einen Zyklus auch. Ja, also es ist so ein Frauen, sehr viele weibliche Bedeutung, also sehr viel Weiblichkeit. Ich glaube, das war's. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich irgendeins vergessen habe, aber ich glaube, das waren sie, meine Tattoos. Und wenn ich eins vergessen habe, erinnert mich daran. Dann gebe ich euch darauf noch Antwort in den Kommentaren. Und ja, jetzt würde mich interessieren, was ist eure Meinung zu Tattoos allgemein? Habt ihr welche? Gefallen euch meine? Wenn ihr das sagen möchtet, dürft ihr es mir gerne mitteilen. Wie findet ihr die Bedeutungen? Ich möchte unbedingt noch sagen, man kann zwar heute Tattoos lasern, aber überlegt sie euch gut. Überlegt, ob die euch in 20 Jahren immer noch gefallen. Wichtig ist einfach, dass ihr eine Bedeutung dazu habt, dass ihr eure Geschichte habt dazu, weil so seht ihr, ist es dann nicht einfach irgendwo ein, keine Ahnung was, ein Schmetterling oder ein Delfin oder keine Ahnung, irgendein Muster, was euch dann aufregt, sondern ihr könnt euch an etwas erinnern. Und das finde ich persönlich halt wichtig bei Tattoos. Aber jedem das seine. Labe und labelo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, liebe Grüße aus Luzern und wir sehen uns im nächsten Video oder auf Instagram oder wo auch immer. Tschüss.